Supermarkt Samstag und wir begrüßen das heutige Bier mit einem Moin Moin. Ein echter Hamburger Urtyp. Was das für ein Bier ist, das hätte, wenn er dranbleibt. Hey, schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zum Bier mit mir am heutigen Supermarkt Samstag. Ja, ich schaue heute mal in den hohen Norden, oder ganz so hoch ist es gar nicht. Es geht nur nach Hamburg und zwar zur Astra Brauerei und da steht das Urtyp auf dem Programm. Und ich hatte ja das Rotlicht, glaube ich, war es vor ein paar Wochen, Monaten hier am Kanal und viele haben gesagt, nee, probier mal das Urtyp, das ist das richtige geile Bier von Astra, das musst du mal probieren. Und es ist mir tatsächlich zwischen die Finger gekommen und dann nutze ich heute den Supermarkt Samstag mal dieses Bier auszuprobieren. Geholt habe ich es in Nürnberg, glaube ich, aus einem Supermarkt und damit, wie gesagt, valider Kandidat für diese Rubrik. Eine schöne Astra Bottle Cap. Stilistisch soll es sich dabei um einen Pilz handeln. 4,9 Volumensprozent Alkohol, 11,2 Plato, 28 Bittereinheiten. Das würde zumindest passen. Es war das erste Astra-Bier 1647, was gebraut wurde. Und den Urtyp gibt es seit 1909. Also 1647 war es natürlich kein Pilz, weil das war noch nicht erfunden. Aber 1647 war das erste Astra-Bier und 1909 dann das erste Urtyp. Nicht mal ganz fingerbreit Schaum, habe ich das jetzt einfach eben zu schlecht eingeschickt, weil ich mich hier ein bisschen verquatscht habe. Nö, oder? Machen wir noch mal kurz den Versuch, da noch ein bisschen Schaum. Na, kriegen wir schon noch einen Fingerbreit hin. Schöne weiße Schaumdecke, die haftet sehr fein am Glas. Minimalste Trübung, oder ist das vom Glas? Nee, es ist vom Glas. Passt, ist angelaufen. Schönes Goldgelb, hätte mich jetzt auch gewundert bei einem Pilz, dass das eine leichte Trübung gehabt hätte. Stabiler, weißer, feiner Schaum und nicht zu intensiv, aber diese kleine Decke, die bleibt dann da doch hängen. Bisschen Kohlensäure auch drin. Ui, also aber kräftig würzig. Süßlich, getreidig, aber da ist schon die Würze im Vordergrund. Und mir stellt sich spontan die Frage, kann das ein Pilz sein? Also zumindest von der Nase her würde es jetzt ein bisschen was dagegen sprechen. Aber wir schauen uns das Ganze mal an. In dem Sinne, cheers. Oh, es bleibt kräftig würzig. Ich muss jetzt ganz fairerweise sagen, ich glaube, ich habe die Information von der Webseite irgendwo, dass das ein Pilz ist. Weil es geht auch mit einer relativ kräftigen, würzigen Note los. Hat eine schöne, dezente Bittere mit dabei. Also die passt zu den 28 Bittereinheiten. Leichte Säure, ein bisschen brotig, getreidig. Und auch eine leichte Süße, die da mitschwingt. Ich würde sagen, wir sind ja dann doch relativ weit weg von einem Pilz. Ich würde das eher so in die Exportrichtung einsortieren. Lagerbier, keine Frage. Aber das geht für mich eher in Richtung Export. Schön schlank, spritzige Kohlensäure, sehr süffig. Und hinten, ja, es hat eine 28 Bittereinheiten entsprechende Bittere hinten raus. Es geht ein bisschen getreidig noch zu im Nachgang, aber auch da ist die Würze das Leitmotiv, würde ich jetzt mal sagen, hinten im Nachtrunk. Ich finde es jetzt mäßig spannend, muss ich sagen. Es ist okay, wird sicher nicht mein Lieblingsbier werden. Das ist jetzt eine persönliche Sache, aber ich finde es vom Charakter her ein bisschen zu Würze forward, hätte ich jetzt gesagt, also ein bisschen zu würzerlastig. Da passen viele andere Dinge jetzt nicht 100% rein für mich, aber es ist okay, das ist ein typisches Bier, was man vermutlich auch gerne mal aus der Stubi-Flasche hier trinkt
Und das ist sicher kein Bier, was man jetzt auf irgendeinem Tasting reicht, um den Biergenuss irgendwie zu fordern. Es ist eben klassisches Supermarktbier. Dafür ist es ganz okay. Und deshalb gibt es von ProbierTV für das Astra Urtyp von der Astra Brauerei aus Hamburg St. Pauli 2,5 Punkte für den Astra Urtyp. Ein ja, klassisches Bier aus Hamburg. Dann sage ich an der Stelle danke fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr jetzt über mich herfallt und mir eure Meinung zum Astra Urtyp sagt. Ist es euch auch zu würzig? Ist es überhaupt ein Pilz? Oder habe ich da eine falsche Information aufgeschnappt? Wie gesagt, wenn es ein Pilz wäre, dann wäre es für mich tatsächlich ein bisschen neben der Spur. Aber darum soll es ja jetzt heute nicht gehen, sondern es geht um den Geschmack des Bieres. Und da muss ich sagen, ein bisschen zu viel würzelastig. Und das macht das ganze Bier ein bisschen unrund. Aber da mögen die Geschmäcker auch verschieden sein. Wie ist euer Geschmack? Sagt's mir bei YouTube, Facebook oder auch im Blog. Dann sage ich danke fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Bis dahin, tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.